Cannabis legalisieren, ja oder nein? Wir sind als Deutsche Polizeigewerkschaft gegen eine Legalisierung, wohl aber dafür, sehr differenziert vorzugehen, insbesondere bei jungen Menschen zwingende Beratungs- und Präventionsangebote zu machen. Aber wir sind vor allen Dingen dagegen, diese Diskussion in einer Schärfe zu führen, als ging es um das Leben von Menschen. Da sage ich gerne, hallo Leute, es geht ums Kiffen, um nicht mehr, aber auch nicht um weniger. Und die persönlichen Attacken gegen diejenigen, die die eine oder andere Position vertreten, sind zwar kennzeichnend für die aggressive Diskussionskultur, die sich mittlerweile in Deutschland entwickelt hat, zielführend für eine vernünftige Lösung sind sie nicht. Dankeschön. 10. November 2021, 10.35 Uhr, Anni und Martin im Gespräch mit Herrn Polizeipräsidenten außer Dienst Hubert Wimber. Wären Sie bereit, sich kurz vorzustellen? Ja, mein Name ist Hubert Wimber. Sie haben ja schon gesagt, ich war Polizeipräsident in Münster und zwar von 1997 bis 2015. Daher auch mein Bezug zu dem Thema Cannabis-Legalisierung. Mittlerweile gut im Ruhestand angekommen und ich genieße meine Zeit. Sie sind auch Vorsitzender des LEAP. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, also das ist eine Abkürzung. Die Ausformulierung bedeutet Law Enforcement Against Prohibition. Diese englische Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, dass unsere Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten seit ungefähr 2002 existiert und wir sind sozusagen die deutsche Sektion dieses Vereins. Deshalb dieser Titel. Unser Alleinstellungsmerkmal in der Diskussion ist, dass wir in erster Linie versuchen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus Strafverfolgungsbehörden, aus der Strafjustiz, aus der Strafrechtspflege zu organisieren. Und welche Aufgabe, welches Ziel hat dieser, ist das ein Verein? Das ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig im Übrigen, der in Deutschland jetzt seit 2015 existiert. Wir haben schon gesagt, ich bin der Vorsitzende aktuell, vor 2 Wochen gerade wiedergewählt. Unser Verein ist sozusagen unsere berufliche Erfahrung und unsere berufliche Kompetenz in die drogenpolitische Diskussion einzubringen, mit dem Ziel, die Drogenprohibition in Deutschland zu beenden. Welche Aufgabe hat denn Drogenpolitik und welche Gründe gibt es für eine Drogenprohibition erstmal ganz generell? Ja gut, ich meine, man muss ja nur in die Entstehungsgeschichte des Betäubungsmittelgesetzes reingucken. 1972 verabschiedet als Nachfolge des Reichsopiumgesetzes. Und wenn man in die Gesetzesbegründung reinguckt, findet man den Begriff der Volksgesundheit. Der ist natürlich jetzt ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieser Begriff. Wenn ich das mal versuche, in eine andere Sprache zu übertragen, erwarten die Befürworter der Drogenprohibition, dass durch die Strafbedrohung fast aller Umgangsformen mit den im Betäubungsmittelgesetz aufgeführten Substanzen ein generalpräventiver Effekt erreicht wird. Also die Fiktion, man fängt nicht an zu kiffen, weil man weiß, man könnte deswegen bestraft werden. Und zum Zweiten soll das dazu führen, dass die gesundheitlichen Risiken der Drogenkonsumenten reduziert werden. Das sind sozusagen die beiden Gesetzeszwecke, die in der Begründung zum Betäubungsmittelgesetz zu finden sind. Unsere Analyse nach 50 Jahren, also ich hatte gerade gesagt, das Betäubungsmittelgesetz ist 1972 verabschiedet worden, ist, dass diese Ziele nicht nur nicht erreicht worden sind, sondern dass sie quasi in ihr Gegenteil verkehrt worden sind. Was, also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann steckt dahinter ein Menschenbild, ein Mensch, der, wenn man da nicht gewisse rechtliche Riegel davor schiebt, völlig aus eigenen Stücken irgendwie verwahrlosen würde, den Drogen verfallen würde und Mord und Totschlag auf den Straßen herrschen würde. Kann man das so zusammenfassen? Man kann das so zusammenfassen, wenn man die Geschichte der Prohibition
regulatorisch erfolgt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, dann ist Prohibition immer wieder gerechtfertigt worden mit dramatischen Bildern über einen Drogensumpf, über den Umstand, dass Kriminalität, Verwahrlosung Platz greift in der Gesellschaft und das zum Teil mit drastischen Bildern unterlegt, tatsächlich begründet worden. Also in Deutschland spielte das nach meiner Wahrnehmung nicht diese ganz große Rolle, aber insbesondere das, was unter Herrn Enzlinger die Drogenpolitik in den Vereinigten Staaten ausgemacht hat, ging es sehr stark in diese Richtung und im Übrigen auch mit einer rassistischen Konnotation, weil Cannabis war die Droge der Hispanos und der Latinos und diese Bevölkerungsgruppen sind einfach als gefährlich definiert worden, im Unterschied zu der weißen Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Also Sie haben recht, diese Bilder des Drogensumpfes haben die Geschichte der Drogenprohibition immer wieder begleitet. Wie viele Delikte, kann man das sagen, gibt es so pro Jahr, ja vielleicht so im prozentual in Bezug auf das Betäubungsmittelgesetz? Ja, also wenn man eine Zeitreihe aufmacht, in Deutschland jetzt insgesamt, hatten wir 1987 ungefähr 75.000 polizeiliche Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit den Delikten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Im Jahre 2020 haben wir die Rekordzahl von 365.753. Polizeilichen Ermittlungsverfahren erreicht. Das heißt, es ist, wenn ich das jetzt ganz überschlägig bilanziere, die Verfünffachung der Ermittlungsverfahren der Polizei, die Straftatbestände nach dem Betäubungsmittelgesetz zum Gegenstand haben. Also das ist die Entwicklung. Wenn man noch etwas weiter zurückgeht, also bis etwa 1980 haben rein quantitativ Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt. Sie lagen in diesem Zeitraum unter 1.000 jährlichen Verfahren. Also das zeigt die exorbitante Steigerung dieser Delikte. Und der Anstieg ist fast über den gesamten Zeitraum kontinuierlich erfolgt. Der LEAP meint ja, dass durch Legalisierung die Deliktrate sinken würde, weil quasi die Kriminalität nicht aus den Drogen selbst resultiert, sondern eben aus der Kriminalisierung der Drogen. Wie ist es denn, Alkohol ist eine legale Droge, dass man da mal ein paar Zahlen im Vergleich hat? Das ist legal, aber es gibt ja wohl doch Delikte, wo Alkohol eine Rolle spielt, im Straßenverkehr oder, weiß ich nicht, Gewaltdelikte, Diebstahl. Gibt es da Zahlen, wie viele Delikte geschehen, die wo Alkohol im Spiel ist? Nee, also mir sind jetzt keine konkreten Fallzahlen bekannt. Sagen Sie bitte lieb zu unserer Organisation, weil das ist sozusagen der Sprachgebrauch. Leert kommt so ein bisschen häufig rüber. Ah, lieb, okay. Aber es gibt natürlich aus der polizeilichen Alltagserfahrung eine Vielzahl von Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass bestimmte Deliktformen ganz überproportional unter dem Einfluss von Alkohol begangen werden. Naheliegend ist es natürlich im Straßenverkehr mit der 0,8-Promille-Grenze, wobei das gar nicht so die ganz großen Fallzahlen sind. Korrelationen zwischen Alkoholkonsum und Delikten gibt es insbesondere in der Wahrnehmung der häuslichen Gewalt, also der Gewalt, die sich im privaten Umfeld, in Wohnungen und Häusern spielt, also diese Beziehungsdelikte. Haben eine hohe Beziehung zu Alkohol, aber auch weitere Gewaltdelikte auch im öffentlichen Raum, also ich sag mal Schlägereien zwischen Party-Communities, die sich dann irgendwann auf dem Nachhauseweg oder im Umfeld von Kneipen und Veranstaltungsstandorten abspielen, passieren ganz häufig unter dem Einfluss von Alkohol. Das ist, glaube ich, kriminologisch auch eine überhaupt nicht bestrittene Tatsache.
Nur rein quantifizieren kann ich das nicht, weil ich bundesweit keine Statistik bisher zumindest kennengelernt habe, die genaue Zahlen nennt in diesem Bereich. Bei der häuslichen Gewalt sind es, glaube ich, 60% aller Delikte, die im Zusammenhang mit Alkohol passieren. Mhm. Durch die mögliche Ampelkoalition rückt ja die Legalisierung von Cannabis in relativ greifbare Nähe. Die Vorsitzenden der Polizeigewerkschaften Rainer Wendt und Oliver Malchow haben sich strikt dagegen geäußert. Es wurde zum Beispiel gesagt, es muss endlich Schluss damit sein, den Joint schön zu reden. Genau, es wird auf Jugendschutz angesprochen, Verkehrsdelikte. Wie stehen Sie zu den Argumenten gegen die Legalisierung? Ich sag das mal ganz lapsig. Rainer Wendt und Oliver Malchow als Vertreter von zwei Polizeigewerkschaften vor rund 3 Wochen geäußert haben, ist absolut dummes Zeug. Für diese Einschätzung sind zwei Argumente ganz maßgeblich. Die erste Frage ist, was qualifiziert einen Polizeigewerkschaftler dazu zu sagen, der Joint sei gefährlich? Also was ist sozusagen ihre berufliche Expertise als Polizisten, drogentherapeutische oder drogenmedizinische Urteile abzugeben? Und der zweite Punkt, das sind alles Argumente, die darauf beruhen, dass sie Tatbestände kritisieren, die ursächlich auf die Kriminalisierung zurückzuführen sind. Also sie kritisieren die Zustände, für deren Beibehaltung sie dann in einem zweiten Satz eintreten. Der Umstand, dass etwa die THC-Werte ansteigen bei Cannabis, dass man auf der Straße bei einem Markt, der nicht reguliert ist, überhaupt nicht weiß, welches Produkt man sich konkret einhandelt, ist ja genau darauf zurückzuführen, dass wir den Umgang mit diesen Substanzen kriminalisieren und zum Teil auch mystifizieren. Also mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass das beide nicht für die Polizei sprechen, sondern sie sprechen für ihre Gewerkschaften und meinen damit offensichtlich ihre Mitgliederinteressen tatsächlich in die Diskussion einzubringen. Aber inhaltlich auch dieses Argument von der Einstiegsdroge, die wissenschaftlich längst widerlegt ist, das ist in der Tat alles dummes Zeug. Da reden Blinde von Farben und so sollte man das, was da geäußert worden ist, auch einordnen. Sie haben angesprochen, viele Delikte resultieren aus einer Kriminalisierung von Cannabis. Was müsste denn mit einer Legalisierung einhergehen, es sind ja trotzdem Drogen, da bedarf es einen Jugendschutz, natürlich muss geguckt werden, wie soll das mit dem Verkehr funktionieren, was müsste mit einer Legalisierung einhergehen? Okay, vielleicht darf ich vorweg noch einen Satz sagen, der ganz wichtig ist. Ich habe ja gerade gesagt, wir sind 2020 bei 365.700 Delikten angelangt. Von denen waren knapp 288.000 sogenannte konsumnahe Delikte. Also die Beschuldigten in diesen Ermittlungsverfahren waren Drogenkonsumenten. Die Polizei und die Sicherheitsbehörden bekämpfen nicht die organisierte Kriminalität, sondern sie verfolgen Drogenkonsumenten, sie laufen hinter Kiffern her. Das ist noch ein ganz wichtiges Argument, um unsere Position zu verstehen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Frau Höhne, wir haben natürlich einige Erfahrungen weltweit über die Entkriminalisierung. Wir haben unterschiedliche Modelle, die wir uns angucken können. Wir haben Uruguay, wir haben Kanada, wir haben mittlerweile 18 USA-Bundesstaaten, wir haben in Europa Entkriminalisierungen, in Portugal, in Tschechien. Also wir können uns ziemlich genau angucken, wie dies funktioniert. Und wir haben in Deutschland ja schon in der letzten Legislaturperiode ein Gesetzgebungsverfahren gehabt auf der Grundlage des Cannabiskontrollgesetzes, das von den Grünen in den Bundestag eingebracht worden ist, keine Mehrheit gefunden hat
Und wir fordern eigentlich, dass man diesen Gesetzentwurf wieder aktiviert und auf dieser Grundlage diskutiert. Ganz wesentlich bei der Legalisierung. Wir wollen die Konsumenten entkriminalisieren. Das ist der erste wichtige Punkt. In Deutschland werden jedes Jahr von deutschen Strafgerichten rund 55.000 Menschen verurteilt, die nichts anderes getan haben, als Drogen zu konsumieren, die sich entschieden haben, einen Joint zu rauchen, statt oder Alkohol zu trinken. Das ist in hohem Maße unverhältnismäßig und durch nichts gerechtfertigt. Auf der anderen Seite wollen wir einen regulierten Markt. Alle psychoaktiven Substanzen haben ein Suchtpotenzial, deshalb kann man das nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen, sondern wir brauchen einen regulierten Markt, bei dem die Wertschöpfungskette vom Anbau über die Verteilung bis zum Vertrieb unter staatliche Regulierung gestellt wird, um bestimmte Standards einzuhalten. Einer der wichtigsten Standards ist in der Tat ein Jugendschutz. Wenn Sie in das Gesetz reingucken, gibt es sozusagen eine Legalisierung ab 18 Jahren. Da wird man sicherlich auch noch mal diskutieren müssen, aufgrund medizinischer Erkenntnisse, ob das die richtige Schranke ist. Mhm. Wir haben auf dem gegenwärtigen Markt keinen Jugendschutz. Ich kenne keinen Dealer, der bei einem Geschäft sein Gegenüber fragt, wie alt bist du eigentlich? Und wenn er Zweifel hat, sich den Ausweis vorlegen lässt. Die Drogen sind ubiquitär verfügbar, Jugendschutz findet nicht statt. Und das Zweite ist, auch das lässt sich nur, glaube ich, wie übrigens im Verbraucherschutz insgesamt unter staatlicher Kontrolle regulieren. Wir wollen, dass die Leute, die sich entscheiden, weiterhin Drogen zu konsumieren, eine Meinung, die nach unserer Auffassung durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Grundgesetz gewährleistet sein muss, dass sie wissen, was sie sich einkaufen. Also wir brauchen Transparenz, Verbraucherschutz, eine Deklaration der Inhaltsstoffe, der Substanzen, die dann auf einem legalisierten Markt gehandelt werden. Und die Lösung, die ich sehe, ist in der Tat, und auch das kann man dem Cannabiskontrollgesetz entnehmen, sind lizenzierte Fachgeschäfte, bei denen die Betreiber auf Zuverlässigkeit überprüft werden. Also all das, was man in anderen Bereichen des Verbraucherschutzes ja schon kennt. Verstehe. Jetzt lassen sich ja sicherlich einige Argumente für die Legalisierung von Cannabis auch auf noch mehr auf andere Drogen übertragen. Wie sieht es denn da aus? Ich stimme Ihnen zu. Das, was man als gesundheitliches Risiko, im Übrigen auch als Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität, in der Tat kriminellen Organisationen überlässt, gilt genauso in Teilbereichen noch mehr auch für die anderen Substanzen des Betäubungsmittelgesetzes. Also wir haben momentan einen, das sieht man zum Beispiel bei dem, was sich in Holland momentan abspielt, im Zusammenhang mit Kokain, über die Transitroute über den Hafen von Rotterdam ein Bandenkrieg, der auf holländischen Straßen ausgetragen wird. Das ist auch ein Schaden dieser Prohibition. Aber wir sind natürlich pragmatisch. Für das, was wir wollen, brauchen wir eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und dazu bedarf es einer politischen Mehrheit im Deutschen Bundestag. Deshalb reduzieren wir unsere konkreten Forderungen im Moment in der Tat auf Cannabis, weil dafür deutet sich eine politische Mehrheit an, wenn denn die Koalitionsgespräche im Ergebnis erfolgreich sind. Das ist aber sozusagen nur der erste Schritt. Wir müssen auch über Maßnahmen nachdenken, die auch Drogenkonsumierenden von Heroin, also Opiaten, von Kokain und von all diesem synthetischen Zeug, was auf dem Markt ist, die gesundheitliche Situation verbessern. Also deshalb können wir bei einer Cannabis-Legalisierung und bei einer Regulierung des Cannabis-Marktes nicht stehen bleiben. Wie sehen Sie denn die Chancen für die Cannabis-Legalisierung? In einem Interview mit dem Team von Weiß aus dem Jahr 2015, das ich meine frisch nach der Gründung des deutschen Ablegers von Lieb gegründet
was Sie gegeben haben, sagten Sie, dass bis 2017 ungefähr geschätzt sollte Cannabis in Deutschland legal sein. Jetzt haben wir 2021. Wie blicken Sie in die Zukunft? Naja, erstmal überrascht mich, dass Sie das ausgegraben haben und dass ich diese Zahl 2017 genannt haben soll. Ich kann das nur auf meinen jugendlichen Optimismus zurückführen. Also mittlerweile haben wir ja in der Tat nach der Bundestagswahl eine Konstellation, in dem drei Parteien Koalitionsgespräche führen, die in ihren Wahlprogrammen, zum Teil in ihren Parteiprogrammen, alle, ich sag mal, eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes in ihre Programme reingeschrieben haben, wenn auch mit unterschiedlicher Reichweite. Aber in der Grundausrichtung, dass die Prohibition in der Vergangenheit gescheitert ist und dass sie nur Schäden verursacht hat und keinen Nutzen erbracht hat, sind sich alle drei Parteien einig. Insofern, wie immer das dann im Ergebnis in den detaillierten Regelungen ausgehen wird, gehe ich jetzt doch davon aus, dass diese Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind und dass wir in dieser Legislaturperiode ein Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Und ich habe es ja schon gesagt, was sich im Wesentlichen anschließt an die Regelungen, die in dem Gesetzentwurf zum Cannabiskontrollgesetz ja schon mal vorgesehen waren. Gibt es noch etwas, was nicht angesprochen wurde, was Sie unbedingt noch loswerden möchten? Ja, es gibt noch etwas. Es gab ja vor dem Willy Brandt-Haus am Montag in Berlin eine Demonstration, an dem die Organisation, die ich vertrete, ja auch vertreten war, unter anderem durch Andreas Müller, dem bekannten Richter aus Bernau, der ja im Vorstand von LIEB mein stellvertretender Vorsitzender ist. Und da gibt es eine zentrale Forderung. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Amnestieregelung für diejenigen, bei denen im Moment noch ein Strafverfahren läuft. Und das sind nicht wenige. Ich habe die Zahl von 60.000 Verurteilungen oder zwischen 55.000 und 60.000 Verurteilungen pro Jahr hier angesprochen, um sie sozusagen aus dieser Kriminalisierung rauszuholen. Also das ist unabhängig von der Entwicklung, die jetzt gesetzgeberisch, wie ich hoffe, bald beginnt, die aber Zeit in Anspruch nehmen wird, eine ganz wichtige Forderung, die wir noch erheben. Es soll niemand mehr wegen des Konsums von Cannabis strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden, weil das erhebliche negative Konsequenzen auf die Biografien der Konsumierenden hat. Wie war das in Ihrer Zeit als Polizeipräsident von Münster? Wie viele Fälle mit Cannabis hatten Sie dort? Ich meine, welchen Anteil an den Gesamtfällen hat das ungefähr eingenommen? Ja, also wenn man sich bundesweit die Zahlen anguckt, machen die Betäubungsmittelverfahren etwa 6% aller polizeilichen Ermittlungsverfahren aus. Wenn ich das auf Münster runterbreche, ist die Zahl ähnlich. Also ich würde mal sagen, zwischen 5% und 8% der Straftaten oder der polizeilichen Ermittlungsverfahren. Insgesamt beziehen sich auf BTM-Substanzen. Und es gibt noch so eine Rechnung, die eigentlich empirisch in allen Städten ungefähr gleich ist. Etwa 2/3 dieser Verfahren haben als Substanz Cannabis zum Gegenstand. Also in Münster waren es zu der Zeit, als ich Leiter dieser Behörde war, jährlich zwischen 1.000 und 1.200 Ermittlungsverfahren. Und wenn Sie dann sagen, 2/3 dieser Verfahren richten sich gegen Cannabiskonsumenten, kommen Sie ungefähr auf eine Zahl von zwischen 600 und 700 Verfahren jährlich. Bindet das die wertvollen und begrenzten Ressourcen der Polizeibeamten, die vielleicht benötigt würden bei anderen Strafverfolgungsverfahren? Naja, das ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Also das spielt natürlich eine Rolle, aber die Entlastung der Polizei von Aufgaben ist nun in der Tat nicht das zentrale Argument bei der ganzen Geschichte. Und ob dann sozusagen das Freiziehen von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Polizei, weil sie nicht mehr hinter den Kiffern hinterherlaufen müssen,
dazu führt, dass andere Bereiche intensiver verfolgt werden. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil das ist ja sehr stark auch von ganz aktuellen Situationen abhängig. Ich nehme mal nur das Beispiel rechte Gewalt, was ja Gott sei Dank, nachdem es über viele Jahrzehnte in der Polizeipraxis so gut wie keine Rolle spielte, mittlerweile auf der Tagesordnung steht. Da werden natürlich aktuell sehr viel mehr Personalressourcen verbraucht als im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Aber da sind sie zumindest sinnvoll verwandt. Das ist ja der eigentliche Punkt. Also was bringt es, hinter Kiffern hinterherzulaufen, wenn man über 50 Jahre Prohibition weiß, es nützt überhaupt nichts. Sie konsumieren diese Drogen, völlig egal, ob sie strafrechtlich verfolgt werden oder nicht. Das ist natürlich auf Dauer, auch für diejenigen, die in diesem Bereich tätig sind, wenig erbaulich und erquicklich. Es kommt ja noch dazu, dass ein Großteil dieser Ermittlungsverfahren hinterher von der Staatsanwaltschaft angestellt werden, weil die Voraussetzung des 31a Betäubungsmittelgesetz, also das ist dieser Passus mit geringen Mengen zum Eigengebrauch, kann eingestellt werden, wenn noch weitere Voraussetzungen vorliegen, tatsächlich im Ergebnis im Papierkorb landen. Es ist auch von Ländern bekannt, in denen der Konsum legalisiert wurde, dass dann die Qualität der Substanzen sprunghaft angestiegen ist, dass es dann überhaupt erstmal eine Qualitätskontrolle gab. Genau. Genau, das ist auch das, was ich wahrnehme. Und es ist ja mit eines der Argumente, also zwei ganz zentrale Gesichtspunkte. Neben der Verbesserung der sozialen und der psychischen Lage der Konsumierenden ist neben dem Jugendschutz der Verbraucherschutz. Und zum Verbraucherschutz gehört ganz einfach, dass man Produkte einkauft, die qualitätsgeprüft sind und bei denen man eine Vorstellung davon hat, was sind die Inhaltsstoffe, etwa auch der Gehalt von THC bei Cannabis, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ausmacht. Also das ist etwas, was wir im Bereich des Verbraucherschutzes an allen Ecken fordern. Nur in dem Bereich der Betäubungsmittelsubstanzen findet das bisher aus den Gründen der Kriminalisierung nicht statt. Ich würde noch mal gern auf ein Argument der Legalisierungsgegner eingehen, und zwar Cannabis als Einstiegsdroge. Sie sagten ja bereits 50 Jahre Prohibition und der Kiffer kifft trotzdem. Der Kiffer trinkt vielleicht nicht unbedingt so viel Alkohol, kifft, obwohl Alkohol legal ist. Ich stelle jetzt auch die These auf, der wird auch nicht unbedingt auf Heroin umsteigen, nur sollte das legal werden. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das ganz genauso. Also die These von der Einstiegsdroge, die ja letztendlich bedeutet, es laufen biochemische Prozesse im Körper statt, die zwangsläufig dazu führen oder mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass bei der relativ weichen Droge Cannabis die etwas härteren Drogen sozusagen sich automatisch anschließen, ist wissenschaftlich längst widerlegt. Kein ernsthafter Suchtmediziner vertritt heute mehr diese These. Und selbst das Bundesverfassungsgericht hat im Cannabisbeschluss von 1994 schon festgestellt, dass die Einstiegsdrogentheorie aufgrund der in dem Verfahren vorliegenden Sachverständigengutachten obsolet ist. Mir wird aber trotzdem unter anderem auch von unseren Koryphäen Rainer Wendt und Oliver Malchow immer wieder in die Diskussion gebracht. Also diese Abhängigkeit gibt es nicht, aber es gibt natürlich, und das darf man auch nicht leugnen, eine Marktnähe. Also wenn ich mal den traditionellen Weg nehme, also ich habe meinen Dealer, bei dem ich Cannabis beziehe, er kann natürlich in der anderen Hosentasche auch etwas ganz anderes haben, und da die Profitraten etwa bei Kokain und bei Opioiden deutlich höher sind als bei Cannabis, gibt es von der Angebotsseite natürlich das Interesse zu sagen, hast du nicht Lust, auch mal das zu probieren? Mhm. Also auf dem Markt gibt es auf der Angebotsseite die ganze Palette illegaler Drogen, und da besteht natürlich die Gefahr, dass es sozusagen auch bei Cannabiskonsumenten für diese Drogen Werbung gemacht wird. Und wenn Sie sozusagen in den Internethandel gehen, dann finden Sie natürlich auch viele Hinweise darauf, die sagen, naja gut, ich meine, Cannabis ist doch Lulu. Wenn du mal was richtig
anderes ausprobieren willst, dann habe ich noch das und das im Angebot. Also durch Marktnähe gibt es in der Tat, kann es die Konsequenzen geben, dass Konsumierende von weichen Drogen auf härtere Drogen umsteigen. Ja, das verstehe ich. Ja, hängt dann aber, glaube ich, trotzdem am Menschen selbst, ne, ob man darauf eingeht oder nicht. Man kauft ja auch nicht alles, was es irgendwie sonst wo zu kaufen gibt, sondern... So ist das. Also schon die bekannten Zahlen über die Anzahl von Leuten, die mehr oder weniger regelmäßig Cannabis konsumieren, zu denen mit anderen Drogenarten ist so eklatant, dass schon allein aufgrund dieser Verhältniszahl widerlegt ist, dass Cannabiskonsumenten mehr oder weniger zwangsläufig früher oder später auch zu anderen Drogen greifen. Die allermeisten tun es nicht. Ich kann das Gespräch natürlich jetzt nicht beenden, ohne auch Sie zu fragen, ob Sie schon mal Cannabis konsumiert haben. Das ist eine typische Frage von Journalisten. Eine ganz typische Frage. Ich habe in den Jahren 1972 bis 1976 in Göttingen studiert, also sozusagen in der unmittelbaren Folge dessen, was man Studentenbewegung nennt. Wer überhaupt keinen Kontakt zu Cannabis hatte in dieser Zeit, der hat nie richtig studiert. Also ich will damit sagen, ja, Probierkonsum zweimal zu recht verjährter Zeit und ich bin nicht dabei geblieben, weil ich die Wirkungen absolut enttäuschend und für mich nicht attraktiv fand. Also insofern habe ich keine Konsumentenkarriere hinter mir, sondern es ist bei zweimaligem Probierkonsum, der lange zurückliegt, geblieben. Ist also bei Ihrem Fall auch keine Einstiegsdroge geworden? Nein, auch in meinem Fall ist es keine Einstiegsdroge geworden. Da haben Sie komplett. Und insofern bilde ich ja die Mehrheit der Konsumierenden ab an diesem Punkt zumindest. Was muss man denn studiert haben, um Polizeipräsident zu werden? Ich habe Volkswirtschaftslehre und Sozialwissenschaften studiert. Ich habe nach dem Diplom ein sogenanntes Wirtschaftsreferendariat in Nordrhein-Westfalen absolviert, mit dem man die Befähigung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst erwirbt. Und dann ist es mehr oder weniger biografischer Zufall, wo man sozusagen in seiner Biografie landet. Bei mir war es dann die Funktion des Polizeipräsidenten. Also üblicherweise werden diese Funktionen von Juristen aus der öffentlichen Verwaltung wahrgenommen oder in den allermeisten Bundesländern von Aufstiegsbeamten, die sozusagen aus der Polizei kommen und diesen Beruf von der Pike auf gelernt haben und in der Hierarchie dann eben aufgestiegen sind. Also insofern bin ich mit meiner spezifischen Vorbildung als Volks- und Sozialwissenschaftler in der Tat ein Exot in der Reihe der Polizeipräsidenten und Polizeipräsidentinnen geblieben. Wie ergab es sich denn bei Ihnen, dass Sie Polizeipräsident von Münster wurden? Ich will jetzt nicht meine ganze berufliche Biografie aufdröseln. Ich habe mich im Rahmen eines ganz normalen Verfahrens 1995 auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. Das war die Stellvertretung der Polizeipräsidentin in Recklinghausen. Und dann gab es 1995 bis 2000 eine rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen und im Koalitionsausschuss haben die Grünen damals als kleinerer Koalitionspartner sich das Recht erstritten, einen Polizeipräsidenten vorzuschlagen und die nächste frei werdende Funktion. Das war für mich ein absoluter Glücksfall, weil die des Polizeipräsidenten Münster und da ich mit meiner Biografie und sozusagen auch diesem grünen Background quasi konkurrenzlos war, bin ich dann am 1. September 2017 Polizeipräsident geworden. Ja, Herr Polizeipräsident außer Dienst, Hubert Wimber, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, gern geschehen.